Ich befinde mich momentan hier auf dem Parkplatz 5 an der Merianstraße, in Blickrichtung des Aqualands. Wir sind Aufzugstechniker, Aufzugsmonteure. Was uns betrifft, ist die sogenannte Rufbereitschaft, die gefahren wird. Nicht nur bei uns, sondern bei den anderen auch, wie Otis, Schindler und Thyssen. Wir wollen hoffentlich nicht untergehen, deshalb die Schwimmflügelchen. Rufbereitschaft beinhaltet ja, dass man wirklich erreichbar ist und nur im Bedarfsfall eingesetzt wird und auch nur die Zeiten, die man dann aufbringt, dann auch bezahlt bekommt. Ja, was belastend für uns ist, du bist ständig erreichbar, du kannst dir nichts vornehmen, kannst mit den Kindern nichts machen. So, fängt beim Einkaufen an, du musst immer gucken, auf das Handy gucken, wenn du angerufen bist, kannst du wieder abhauen, kannst direkt wieder losfahren. Die Aufwandsentschädigungen stagnieren schon seit Jahren. Dadurch, dass auch die Belegschaft immer kleiner wird, immer älter wird, ist auch die Belastung für die einzelnen Kollegen, nimmt immer mehr zu. Ja, das ist vergleichbar, so wie Arbeitsmediziner auch festgestellt haben, mit Menschen, die in Zweischicht- oder Dreischichtbetrieben arbeiten. Teilweise wirst du ja von Geräuschen schon, wenn das Handy nur bimmelt, auch wenn du keinen Notdienst mehr hast, schon wach, so ist da irgendwas gewesen, ist schon enorm belastend, machen wir uns nichts vor. Wir werden immer am Jahresende oder Anfang des neuen Jahres gelobt. Der Arbeitgeber ist da auch nicht kleinlich, ja, und wir sind ein Team und eine große Gemeinschaft, ja, die funktionieren soll, aber sobald das mit irgendwelchen Entgelten zu bezahlen sein sollte, stößt man bei dem Arbeitgeber auf taube Ohren. Und ohne uns gingen die Arbeitgeber baden, würden sie auch die Knete nicht machen. Jedes Jahr ist mehr Gewinn gemacht worden, aber für uns ist nichts drin. Und das kann es nicht mehr sein.